Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Herbert Braunes. Begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Webinar SAP S/4HANA Status, Ziele und Trends, aktuelle Ergebnisse einer Lünendonk-Studie. Wir waren Partner von Lünendonk. Lünendonk ist großer Marktforscher mit Fokus Deutschland, Österreich, Schweiz und hat sich das Thema angesehen, wo stehen wir denn mit S/4HANA im Markt? Ja, in 8 Tagen ist es 5 Jahre her. Große Show, großes Kino, watch the biggest event in SAP's history. SAP announced SAP S/4HANA. Große Pressekonferenz weltweit übertragen. Und die große Diskussion, was ist es? Ist es ein Nachfolgeprodukt? Ist es eine Erweiterung zu R3? Wo entwickeln sich die Themen hin? Damaliger CEO Bill McDermott auf der Bühne, Hasso Plattner, der geistige Vater der Datenbank HANA und des S/4HANA, stellen eine neue Lösung vor. Hasso Plattner, der noch vor wenigen Jahren davor gesagt hat, unsere Oberfläche ist barock, sehr zum Leidwesen seiner PR-Leute, präsentiert hier eine Lösung, wo es auch sehr stark um Usability geht, wo es sehr stark darum geht, wie kann ich mit einem System anders arbeiten als bis jetzt, wo es hier geht auch um ein Stück weit Artificial Intelligence. All die Themen werden bei der Pressekonferenz hier angesprochen. S/4HANA wird in eine Linie gestellt zu den Hauptreleases R2, man hätte sogar noch R1 davor schauen können, R3, ERP und S/4HANA. Ja, ein paar Ideen auch. Der Boardroom of the Future wird kurz angesprochen. Information at the Fingertips. Eine Abwertung von Microsoft, da hieß es einmal Information at your Fingertips. Die Idee, zahlenbasiert Entscheidungen zu treffen im Boardroom mit den großen Monitoren und Zugriff in Realtime auf die Daten. Darunterliegend kam dann etwas später die SAP Analytics Cloud, ein hochinteressantes Produkt, eine Lösung, die 3 Themen vereint, nämlich Planning, Reporting, Analyse und vor allem auch Predictive, mit der Möglichkeit, die Daten auch on-premise zu halten und dann remote mit in der Cloud die Modelle zu haben oder beides in der Cloud zu haben. Kurzer Hinweis auch an der Stelle, wir zeichnen ja diese Webinare alle auf. Es gab auch ein Analytics Cloud Webinar, 1/2 Stunde mit einer schlüssigen Geschichte, ohne Hänger und hochperformant, sehenswert, YouTube-Video senden wir dann auch mit dieser Präsentation. Aber jetzt zu den konkreten Themen der Studie. Die Studie ist ganz aktuell, ist erschienen Ende letzten Jahres. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, jetzt den aktuellen Stand der Migration. Wo steht denn der Markt? Als Partner haben wir auch die Daten und können Sonderauswertungen machen. Wir können kreuztabellieren nach Land, nach Umsatz, nach Branche und vor allem auch Österreich. Ja, zu meiner Vorstellung habe ich ein Beginn damit gemacht. Herbert Braunes, ich bin für Marketing und Vertrieb in der MSG Cloud verantwortlich und darf Sie hier mit diesen Themen hier durchführen. Ein Hinweis auch noch, wenn Sie Fragen haben, bitte benutzen Sie den Chat. Und ich werde am Ende des Webinars diese Fragen beantworten. Wenn Sie auch schreiben, mir dann ein kurzes E-Mail, gerne auch in einem persönlichen Termin bestimmte Auswertungen zu machen, sondern okay, wir schauen das in meiner Branche aus. Also das sind die Themen, die wir uns heute anschauen wollen. Ich möchte sie nicht alle vorlesen, sondern gehen wir gleich in die Themen rein. Wie es sich gehört, bei einer Studie natürlich nochmal der Überblick, wer wurde denn befragt? Österreich 19%, das sind 29, also da lassen sich schon Aussagen machen. Und wer wurde befragt? Es wurde primär zu 50% CIO, IT-Leiter befragt, dann CTO, CFO, Leiter Finanzen, Head of SAP. Und Sie sehen es dann auch in den Branchen. Schwerpunkt war die produzierende Industrie, Manufacturing, Automotive, dann Versicherungen, Food und so weiter. Und Sie sehen auch das Ranking der Unternehmen, also wirklich vom klassischen Mittelstand ab 100 Millionen bis rauf zu Konzernen. Wir werden es dann auch später sehen, wie entwickelt sich hier der Markt auch in Richtung Rollouts, was für Unternehmen natürlich mit mehreren Standorten
besonders interessant. Die Frage, wo stehen wir? 10% der Unternehmen haben S/4HANA. Das haben es ganz bewusst unter Anführungszeichen gesetzt, weil das sind auch Unternehmen gezählt, die in Teilbereichen S/4HANA haben, aber den Rollout noch nicht abgeschlossen haben oder in manchen Bereichen auch noch nicht S/4HANA auf S/4HANA umgestiegen sind. Das heißt, Sie sehen, dass über 50% befinden sich aktuell in einer Vorstudie, Business Case Erstellung. Natürlich beschäftigen sich alle Unternehmen damit, weil klar ist, mit den klassischen ECC-Systemen ist zukünftige Entwicklung nicht mehr gegeben. An der Stelle vielleicht auch noch dieser Mythos Wartungsende 2025. DSAP hat bei dieser Pressekonferenz vor gut 5 oder schwach 5 Jahren gesagt, wir geben eine Wartungsgarantie für ECC-Systeme über 10 Jahre. Dann hat SAP nicht mehr weitergesprochen. Aus dem wurde häufig geschlossen, es ist ein Wartungsende 2025. Steht sogar so in der Lündung-Studie drinnen. Das stimmt so nicht. Die SAP hat halt nur nicht gesagt, wie es weitergeht. Und man kann davon ausgehen, dass es auf alle Fälle nach 2025 teurer wird und sie um den höheren Preis wahrscheinlich auch weniger bekommen, weil die Weiterentwicklungen im ECC-Bereich einfach nicht mehr gegeben sind und natürlich die Entwicklungsressourcen der SAP alle in Richtung S/4HANA und die darauf aufbauenden Produkte gerichtet sind. Also das zum Thema. Das heißt, ja, es wird wirklich Zeit, sich intensiver damit zu beschäftigen. Wir kommen auch dann dazu noch, wie kann ich mich denn beschäftigen. Also das aktuell der Status. Werden alle auf der anderen Seite des Flusses ankommen? Ja, fast alle, kann man sagen. Die Frage war, überlegen Sie, zu einem anderen ERP-Anbieter zu wechseln? Hier gibt es selektive Aussagen, also okay, auch vielleicht im CM, vielleicht im HR, vielleicht in der Produktion, aber Sie sehen es, eine sehr kleine Anzahl. In Österreich ist das ein bisschen mehr, das sind 7%. Ja, aber das ist auf alle Fälle im einstelligen Bereich. Das heißt, im Grunde genommen, Unternehmen auch, die das prüfen, kommen dann meist zum Schluss, SAP ist für mich die Lösung meiner Wahl. Ich habe in Ausbildung und Mitarbeiter investiert, ich habe in Prozesse investiert. Und natürlich, wenn ich ECC kenne, habe und mich damit beschäftigt habe, dann fällt es mir leicht, diesen Schritt zu S4 zu machen, leichter auf alle Fälle, als zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Was darf es denn kosten? Sie können selbst rechnen und Ihre Umsätze einsetzen. Über die Hälfte sagt von 0, das wird wohl ein bisschen unrealistisch sein, bis 2,5%. Insgesamt kann man sagen, 90% der Unternehmen planen bis zu 5% ihres Umsatzes für die S4-Umstellung bereitzustellen. Ein wesentlicher Punkt ist, S/4HANA ist ein strategisches Investment. Und der Nutzen muss klar darstellbar sein. Und das ist ein Thema, das uns als Berater natürlich anspricht, vor allem mit einer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung in der MSG Cloud, wo wir sagen, wir haben Modelle aufgebaut, um mit den Kunden gemeinsam die Nutzenbereiche zu arbeiten. Sie werden kaum eine Lagerhalle bauen, weil Lagerhallen so schön sind. Sie werden keine Maschine anschaffen, weil sie die Maschine so fasziniert. Sie werden diese Investitionen machen, wenn Sie einen Business Case darstellen können. Und hier ist es durchaus ähnlich. Natürlich gibt es auch strategische Überlegungen, aber letztendlich muss es uns gelingen, davon bin ich fest überzeugt, Business-Nutzen und IT-Nutzen darstellbar zu machen und idealerweise auch rechenbar zu machen. Dazu ein bisschen später. Was mache ich denn? Nutze ich die Chancen der neuen Lösung? Memory, einfachere Tabellenstruktur, neue Prozesse, Möglichkeiten auf diesen S/4HANA digitalen Kern neue innovative Lösungen draufzusetzen, wie die Analytics Cloud zum Beispiel oder SuccessFactors oder EDM und die anderen Themen. Oder print durch. Hier sieht man, dass es ungefähr halb-halb ist. Ja. Wir werden dann schon später noch dazu kommen, zur Diskussion Greenfield, Brownfield oder irgendetwas dazwischen. Österreich durchaus ähnlich. Ja. Wenn man jetzt ein bisschen konkreter fragt und sagt, inwieweit ist im Rahmen der Umstellung auf S/4HANA eine Anpassung bzw.
Neuausrichtung der Geschäfts- und IT-Prozesse in den Unternehmen gegeben oder vorgesehen. Dann sieht man, dass eine überwiegende Anzahl sagt, ja, Prozess Redesign und Redesign der Prozesse auf S/4HANA ist für mich ein Thema. Das ist ungefähr Österreich und Gesamtheit Österreich, Deutschland, Schweiz gleich. Also rund 80% wollen sehr wohl etwas ändern und nicht nur einfach sagen, ich möchte hier schnell durch. Ja, ich bekomme einen Hinweis im Chat, dass ich schwer verstehe. Ich arbeite mit Headset. Ich werde mich bemühen, ein bisschen lauter zu sprechen, deutlicher. Ich hoffe, dass dann auch die Tonqualität besser wird. Ja, was haben wir jetzt gemacht, um diesen Nutzen darstellbar zu machen in einer Roadmap-Entwicklung? Wir haben die Blau-Nutzen-Matrix entwickelt, wo wir sagen, wir machen ein Setup kundenspezifisch und wollen auf 4 Quadranten darstellen den Nutzen. Einmal Nutzen, einmal Business-Nutzen, den quantifizierbaren, den qualitativen Nutzen. Quantifizierbar natürlich immer interessant. Ich kann dann natürlich mein gesamtes betriebswirtschaftliches Handwerkszeug auspacken, eine Amortisationsrechnung machen, einen Endwert am Barwert rechnen. Es einfach von den finanziellen Effekten darstellen. Aber es wird auch Nutzen geben im Bereich Sicherheit zum Beispiel, im Bereich Innovationsfähigkeit. Da wird es mir schwerfallen, auch wirklich zu quantifizieren. Ich soll es nur nicht vergessen. Und im IT-Bereich gibt es natürlich auch Nutzen. Denken Sie daran, dass es sinnvoll ist zu prüfen, ob Sie denn alle Systeme und alle Umfeldsysteme und andere Softwareanbieter denn noch benötigen oder ob Sie in den Standard hier zurückgehen können und vielleicht die eine oder andere Lösung abschneiden, ob Sie nicht bestimmte Zusatzlösungen, die Sie entwickelt haben, jetzt im Standard drinnen haben, jetzt in Best Practices gegeben haben und damit auch natürlich bei jedem Update Aufwand sparen. Das lässt sich schon wieder. Wie gut sind denn die Kunden informiert? An sich sind sie gut informiert. Ja? Hinsichtlich der Zeitpläne für die ERP-Umstellung, speziell für ihre Branche und einzelne Funktionsbereiche. Also das ist schon ein guter Wert. Trotzdem, wenn man jetzt im Detail diskutiert, vor allem mit der Blickrichtung Logistik, welchen Nutzen habe ich hier, dann merkt man schon, dass viele Unternehmer noch sagen, ich möchte es ein bisschen besser greifen können. Was heißt es denn konkret? Welche neuen Prozesse kann ich realisieren? Oder, Sie kennen wahrscheinlich die Simplification List, sehr schön umschrieben, die Ihnen eigentlich sagt, was es nicht mehr gibt. Das heißt, fällt irgendwas weg, muss ich mir irgendwo Gedanken machen. Dazu gibt es eine Evaluierung, die heißt SAP Adoption Starter, Powered by MSG Cloud. Warum Powered by MSG Cloud? Die SAP hat gemeinsam mit der DSAG, mit der ein Konzept entwickelt, um möglichst Gruppen von Kunden abzuholen und in einem webbasierten Prozess hier die Roadmap-Planung zu unterstützen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, da gibt es Tätigkeiten, die wollen wir ihnen abnehmen, denn das ist doch ein straffer Prozess über 40, 50 Tage, wo sie auch letztendlich getaktet sind. Ja. Dieses Webmeeting findet statt, das können sie nicht um eine Stunde verschieben. Und wissen aber, Beginn steige ich in diesen Zug ein, dann habe ich nach 50 Tagen wirklich ein Ergebnis und eine Roadmap-Planung. Und die wollen wir auch unterstützen, letztendlich auch mit dem Aufbereiten von Business-Szenarien und Business-Nutzen und einer Kostenschätzung letztendlich und einer Roadmap-Entwicklung. Wir sehen von vielen Kunden, dass 2020 das Jahr ist, wo sich Unternehmen genau damit beschäftigen, um dann zu sagen, das ist mein Weg, diese Schritte möchte ich gehen, das ist das Investment. Sie werden ja dann auch einige Runden noch zu drehen haben, um dieses Investment bewilligt zu bekommen. Das sieht der Markt, so haben Kunden geantwortet auf die Frage, welchen Zeitraum setzt die Unternehmen für die S/4HANA Transformation, technische Migration und Prozesstransformation an. Hier sieht man, dass viele eben abgeschlossen haben, die Vorstudie, dass Proof of Concepts abgeschlossen sind, dass
Vor allem, und das ist, glaube ich, ein interessantes Bild, man sieht, dass Rollouts jetzt 2020 9%, 2021 18% und 2022 sind es dann 54%. Hier in den Rollout gehen. Wir haben uns sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema Rollout. Wir haben hier viele Erfahrungen, viele Referenzen. Wir haben ja eine starke Ausrichtung in den Markt Zentral- und Osteuropa mit den Niederlassungen in Rumänien, in Polen, in der Tschechischen Republik und in Russland. Bald auch Ungarn, Ukraine und Kasachstan und arbeiten in anderen Ländern mit Partnern zusammen, beziehungsweise haben natürlich den Background der gesamten MSG-Gruppe mit 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier weltweit zur Verfügung stehen. Wir haben hier auch ein White Paper geschrieben zum Thema Rollout-Organisation. Das ist Thema für ein eigenes Webinar, zu dem wir Sie einladen dürfen. Was gibt es denn so bei Rollouts zu beachten? Welche Erfahrungen haben wir aus zahlreichen Projekten hier gesammelt? Was ist dieses White Paper? Und wie gesagt, ich darf Sie kurz einladen, kurze Information. Wir schicken Ihnen gerne dieses White Paper selbstverständlich zu. Greenfield, lange Diskussion oder eine Mischung daraus. Da gibt es schon Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Wir werden es dann im Detail sehen. Nünendungs sagt hier auf Basis der Frage, auf welchen Migrationsansatz setzt ein Unternehmen bei der Umstellung auf S/4HANA? Gut die Hälfte Brownfield, 25% Greenfield, 18% unterschiedlich nach Regionen und Geschäftsbereichen. Nünendung sagt aber auch, und das ist ein Screenshot aus der Studie, der Brownfield-Ansatz wird dabei leicht präferiert, um bestehende Prozesse und Strukturen weiterhin nutzen zu können. Allerdings handelt es sich hier um den Stand der aktuellen Planungen. Daher ist es aus Sicht von Nünendung durchaus möglich, dass sich viele Unternehmen im Zuge ihrer Planung noch für den Greenfield-Ansatz entscheiden. Das ist auch unsere Erfahrung. Und man sieht hier auch einen Unterschied in Österreich, wo sie Brownfield unter 50% haben, Greenfield etwas mehr als Deutschland, aber eben eine Mischung aus beiden. Wir erleben es in vielen Diskussionen, dass Unternehmen sagen, mein System ist historisch gewachsen, ist vielleicht auch durch Zusammenführungen entstanden, ich möchte alte Zöpfe abschneiden, ich möchte jetzt wirklich vom Scratch weg beginnen. Natürlich mache ich Datenübernahmen, ganz klar, das mache ich ja auch, wenn ich von einem Non-SAP-System komme. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, mein System ist im Schuss, das passt für mich. Und das wäre so eine Checkliste, zu sagen, Schlüsselfragen, wo geht es denn hin? Ja? Wenn das System nahe am Standard ist, mit geringen Zusatzentwicklungen oder Modifikationen, naja, dann wird es schon Sinn machen, Brownfields stärker zu definieren. Wenn das System die abgewiesenen Prozesse erfüllt und die heutigen und voraussichtlich auch die zukünftigen Anforderungen erfüllt, naja, wenn es aber darum geht, die alten Zöpfe abzuschneiden, Prozesse auch grundlegend neu zu denken, das nahe am Standard, Best Practices und Model Company, eine neue Lösung der SAP, die bereits Prozesse vorgibt, integriert mit Testszenarien, mit guter Dokumentation, wäre auch etwas, was wir uns getrennt und mal anschauen könnten, dann wird es wohl Sinn machen, den Greenfield-Weg zu gehen. Sehen Sie das Projekt stärker als technische Aufgabe oder ist es für Sie Organisationsthema? Auch das weist natürlich darauf hin, in welche Richtung es geht. Haben die Fachbereiche Ressourcen? Und wie sehen Sie das System? Ist es heute strategische Basis oder sagen Sie, eigentlich verhindert es Innovationen? Ich möchte auf eine neue Basis kommen. Ja, hier sehen Sie auch die Detailergebnisse auf die Frage, welchen Implementierungsansatz nutzt bzw. plant Unternehmen bei der S/4HANA-Umstellung. Wir setzen auch weiterhin auf unsere eigenen individualisierten Prozesse. Ja, schon, aber in zunehmendem Maße gibt es hier die Überlegungen, Best Practices einzusetzen. Wie gesagt, Model Company gibt es branchenspezifisch ausgerichtet, ist ein interessanter Ansatz, den wir uns einmal auch gerne gemeinsam anschauen können. Wo werde ich denn mein System betreiben?
Beim Begriff Cloud muss man sehr aufpassen. Es gibt ja unterschiedliche Systeme. Es gibt S4HANA Cloud und unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt On-Premise. Aber ich kann natürlich mein On-Premise-System jetzt unterschiedlich betreiben oder betreiben lassen. Ich kann es einmal im eigenen Rechenzentrum betreiben. Hier sehen Sie 50% in Österreich haben gesagt, weiterhin so, 56 gesamt. Interessant ist der sehr hohe Ansatz von Private Cloud als Managed Service. Das heißt, ich habe mein On-Premise-System und lasse es aber von einem Cloud-Provider betreiben. Das könnte jetzt Azure sein, Microsoft, das könnte AWS sein, Amazon. Wir selbst sind seit Jahresbeginn live mit S4HANA, betreiben unser System in der Azure Cloud. Wir haben viel Erfahrung, wir haben auch ein eigenes Microsoft Competence Center, wenn es darum geht, hier Azure-Szenarien der Kunden zu implementieren, aber auch Integrationen in Richtung anderer Microsoft-Lösungen, SharePoint als Stichwort zum Beispiel. Hier sieht man jetzt auch die Präferenz insgesamt, also Azure und AWS voran, Google in Europa oder in Deutschland, Österreich, Schweiz, muss man sagen, keine Bedeutung und Alibaba wohl auch nicht. Das heißt, 43% sagen, Microsoft ist für mich ein wichtiger Infrastrukturpartner, beziehungsweise 31% sehen wir AWS letztes Jahr auf der Connect in Berlin bei der SAP-Veranstaltung für Partner. Da hat man gesehen, dass die beiden Großen da sich wirklich stark positionieren. Wir haben in beiden Welten Erfahrungen und können damit wirklich end-to-end beraten, auch im technologischen Bereich, neben der Prozessberatung, Prozessimplementierung hier für Sie etwas leisten. Potenzial für das Business. Wo sehen Unternehmen Businesspotenziale? Und hier steht ganz vorne auf die Frage, welche Businesspotenziale sollen durch die S4HANA-Transformation erzielt werden? Das Thema, wir stellen unsere Prozesse auf die Anforderungen der Digitalisierung und veränderter Marktbedingungen ein. Wir wollen mit der Lösung Prozess Reengineering machen. 40% einen sehr großen Fokus, 33%, also 73% gesamt, großer Fokus, sehr großer Fokus, gefolgt von, wir wollen Voraussetzungen schaffen für Plattformökosysteme, auch ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Integration, ein Punkt, der uns in der MSG-Gruppe sehr stark beschäftigt, Integrationsszenarien, auch branchenübergreifend. Ja. Im Insurance-Bereich zum Beispiel, aber auch für viele andere IoT-Szenarien und. Ja, Sie sehen die weitere Folge, wie gesagt, Sie bekommen ja auch die Präsentation und an der Stelle noch einmal auch die Einladung, wenn Sie sagen, ich möchte mir das wohl näher anschauen für meine Branche oder für meine Umsatzgröße, weil natürlich ticken Konzerne etwas anders als mittelständische Unternehmen. Sehr gerne kommen Sie auf mich zu, wir haben den Datenbestand, wir können das eine oder andere analysieren und ich kann Ihnen dann die Informationen zur Verfügung stehen. Genauso natürlich auch in der Gesamtstudie. Wir waren ja Partner von Lünendonk und dürfen das machen. Nochmal der Hinweis, dieses Webinar finden Sie dann im Nachgang in einigen Tagen auch im YouTube-Channel der MSG Cloud. Einfach YouTube MSG Blank Cloud. Und Sie bekommen dort alle Webinaraufzeichnungen, die wir gemacht haben. Welche Hindernisse gibt es für die S4HANA-Umstellung? An erster Stelle wird hier genannt die Integration unserer lokalen Systeme. Und natürlich, da haben sich einige Eigenentwicklungen angesammelt. Da gibt es Altsysteme. Das heißt, das gilt zu prüfen. Aber genau dafür gibt es genau dieses Adoption Starter Programm. Wir haben dann noch eine Zusatzentwicklung MSG Fit, mit der wir analysieren können, was läuft in den Systemen, in welcher Häufigkeit, was läuft in einem eigenen Z-Programm. Z-Bereich, um hier zu optimieren. Das ist gleichzeitig auch eine Ergänzung, die wir in diesem Adoption Starter dazu anbieten, zum Festpreis übrigens, um Sie hier zu unterstützen. An der Stelle auch, wie steigt man ein in dieses Adoption Starter? Am besten mit dem MOVE-Programm der SAP. MOVE ist ein eintägiger Workshop, den wir gemeinsam mit unseren Kunden und SAP machen. Wir waren der erste Partner in Österreich, der das letztes Jahr schon gemacht hat. 23. März ist der nächste geplante MOVE-Workshop. Wir werden das auch noch in die Aussendung und die Information für Sie reinschreiben und die Einladung.
hier daran teilzunehmen. Vormittag Überblick über das Vorhandene, Nachmittag geht es dann in drei Streams, IT, Logistik und Finance ins Detail und an die Systeme, um danach zu sagen, ja, das wäre so ein Startpunkt für eine Roadmap-Entwicklung. Das zweite Thema Hindernis, wir kennen derzeit noch nicht unseren Lizenzierungsbedarf für die künftige S/4HANA-Nutzung und sind daher mit Investitionen zurückhaltend. Reden hilft an der Stelle. Ja. Gerade das Thema Lizenzierung und Umstellung des Lizenzmodells ist ein komplexes Thema. Wir können Sie hier beraten, auch gemeinsam mit der SAP. Es gibt das Thema Digital Access. Früher hieß es indirekte Nutzung, war immer ein bisschen ein Damoklesschwert. Das ist jetzt etwas klarer geworden. Aber es ist ein wichtiges Thema, denn da können Kosten auf Sie zukommen, wenn man nicht beachtet, das SAP-Lizenzmodell vorsieht, dass Sie, wenn Sie aus Fremdsystemen schreibend zugreifen auf die Systeme in bestimmten Kategorien, allerdings nur hier auch lizenzpflichtig sind. Ein ganz großes Thema, das Thema Fachkräfte, ohne jetzt künstlich Knappheit schaffen zu wollen, aber es wird natürlich enger. Beratung ist ein personenbezogenes Geschäft. Und auch aus diesem Titel heraus macht es natürlich Sinn, nicht zu lange zu warten, denn die Ressourcen werden knapp. Wo wir unterstützen können, ist im Bereich Application Management Service, Sie zu unterstützen, Ihre Organisation zu unterstützen, Ihre User in den bestehenden Lösungen im Bereich Incidents, im Bereich Zusatzentwicklung, im Bereich Legal Requirements, diese Dinge zu erledigen, damit Sie Ihre Mannschaft, Ihre SAP-Spezialisten im Unternehmen frei bekommen für Innovationen und für ein S/4HANA-Projekt. Das bewährt sich gut, das funktioniert ausgezeichnet, das können wir auch länderübergreifend machen. Das ist natürlich ein Leistungsangebot, wo wir auch Unterstützung können. Ja, sind wir beim Stichwort, was sollten wir denn können und was sollten wir für Sie leisten? Die Frage, welche der folgenden Anforderungen sind für Unternehmen bei der Auswahl von Beratungs- und IT-Dienstleistern für Projekte zur ERP-Umstellung relevant? Zwischendurch einmal, bitte nutzen Sie gerne den Chat, um Fragen zu stellen, die wir dann im Anschluss auch gerne darstellen können, beziehungsweise dann natürlich im Nachgang auch in individuellen Terminen. Natürlich, 86% sagen, fundiertes Know-how über die fachlichen und prozessoralen Anforderungen unserer Branche. Das ist für unsere Selbstverständlichkeit, muss die Branche verstehen, die Sprache der Branche sprechen, muss wissen, dass das Businessmodell dahinter ist. Nur dann kann ich optimal beraten und ein System implementieren, ganz ein wesentlicher Punkt. Es geht um Referenzen. Wir haben eine Reihe von Referenzen an der Stelle dürfen wir nicht nennen, weil sie auch medial im Dezember Trend erschienen ist, die wir in 15 Ländern begleitet haben in der Umstellung von ECC auf S/4HANA im Bereich Finance mit einem Greenfield-Ansatz, mit einem sehr guten Konzept, mit einer straffen Organisation, sodass jetzt wesentlich früher Fast Close und Smart Close möglich geworden ist, was beim börsennotierten Unternehmen natürlich ein wesentlicher Punkt ist. Aber auch zahlreiche andere Unternehmen sind das auch dann gerne individuell. Die Fähigkeit des Dienstleisters, sogenannte branchen- und prozessspezifische Erweiterung von SAP S/4HANA zu erstellen und einzuführen, ebenfalls ganz wesentlich mit 76%. Und ja, Sie sehen es dann, Best Practices auch sehr hoch hier und sehr häufig genannt. Das heißt, es gibt schon die Bereitschaft und wir sehen es in Diskussionen vieler Kunden, die in der Vergangenheit nach meiner Erfahrung, ich bin da schon relativ lange in der Branche, sehr individualistisch unterwegs waren, dass die sagen, dieses Mal mache ich es anders, ich verbiege das System nicht wieder und nutze die Konzepte der SAP, nämlich diesen digitalen Kernschlag zu halten und gegebenenfalls in der SAP Cloud Plattform Entwicklungen zu machen. Also keine Modifikationen oder möglichst keine Modifikationen. Ja, Adopt Just Data und Move-Programm, ich habe es schon genannt. Wir bieten an hier das Move-Programm, 23. März. Kurzes E-Mail, wenn Sie mir schicken, dann kann ich Sie da näher informieren und Ihnen die Einladung schicken. Und dann Adopt Just Data, das nächste startet am 25. Februar. Dann geht es weiter. Hier kann man sich einklinken und wie gesagt, wir liefern komplementäre noch ein Hinweis zu den White Papers. Das White Paper Rollout habe ich erwähnt, wo wir darstellen, welche Themen es beim Rollout zu beachten
bisschen so Tipps und Tricks und Erfahrungen aus den Rollouts, die wir gemacht haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo man auch in der Diskussion einsteigen kann, wie löse ich Rollout um. White Paper ist fast untertrieben, 50 Seiten im Detail. Da haben wir auch mit einem CEO zusammengearbeitet, Digitalisieren des Finanzbereichs mit S4HANA. Traditionell ist ja bei SAP immer die Finanz ein Stück früher dran mit Funktionalitäten. Das war bei S4HANA nicht anders, als letztendlich auch in R3 gewesen ist. Und hier ein sehr ausführliches White Paper, Posture Compendium zum Thema Digitalisierung des Finanzbereiches mit SAP S4HANA. Hinweis noch auf der YouTube-Channel, dort finden Sie auch alle Aufzeichnungen zu den Webinaren, die wir bis jetzt veranstaltet haben und auch natürlich die wir in Zukunft veranstalten. Ja, ich darf mich herzlich bedanken. Ich bin noch in der Zeit geblieben, 31 Minuten. Sie haben hier meine Kontaktdaten, Sie haben auch meine Handynummer, einfach anrufen und kurzes E-Mail schreiben. Wir schicken Ihnen dann gerne sowieso die Informationen zu, aber auch die White Papers und können auch in individuellen Terminen hier für Sie Auswertungen. Ja, dann schaue ich einmal in den Chat hinein. Wie gesagt, der Chat ist offen, Sie können Ihre Fragen stellen. Nutzen Sie die Gelegenheit oder senden Sie mir ein kurzes E-Mail mit Ihren Kontaktdaten. Ich komme dann sehr gerne auf Sie zu. Ja. Eine Frage sehe ich. Gibt es einen Unterschied Schweiz zu Österreich? Ja, gibt es, kann man sich anschauen. Können wir auch gerne analysieren. Wie gesagt, können wir auch in einem persönlichen Termin machen. Dann noch das Thema, wo stehen wir jetzt real? Diese 10% wurden ja genannt, die umgestellt haben mit haben unter Anführungszeichen. Naja, muss man aufpassen, es ist immer regional unterschiedlich. Wir können aber davon ausgehen, dass es schon noch ein einstelliger Wert ist. Jetzt muss man bedenken, das ist eine Kurve, die klassischerweise nicht linear ist, sondern das beginnt dann am Anfang langsam. Ich habe es ja dargestellt, am Beginn 2015 war noch nicht viel da, muss man ehrlicherweise sagen. Mit der 15.09 kam dann die erste Release im September und dann ging Schritt für Schritt dahin mit der 16.09, 17.09 dann Release, wo viele dann doch einige eingestiegen sind. Also wir sehen schon, jetzt ist die Zeit der Roadmap-Entwicklung und es geht nach oben. Und Sie haben gesehen, wie viele Unternehmen sagen, dass ich besser bleiben werde. Das waren 96% insgesamt. In Österreich waren es 93%. Ja, sonst, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann darf ich mich sehr herzlich bedanken für Ihr Interesse. Wir senden Ihnen auch regelmäßig Informationen zu den nächsten Webinaren zu. Wie gesagt, Rollout wird ein Thema sein. EWM, großes Thema, wird ein Thema sein. Und da wäre eine gute Möglichkeit, bei einem Kaffee, den müssen Sie leider selbst machen, aber wechseln wir gerne auch bei uns, ein paar Informationen zu bekommen. Dankeschön und auf Wiedersehen.